Liebe Freunde, willkommen zurück zu Stellaris Apokalypse mit unserem Schneckenkonglomerat. Und ihr seht hier schon die Galaxiekarte, die langsam Formen annimmt. Und wir suchen diesen Platz in dieser Galaxie. Ja, und was wir machen müssen und werden, ist nicht nur die Besiedlung von neuen Planeten und der Ausbau der Infrastruktur, sondern eben auch, ja, unsere Sternbasen verbessern, Flotte aufbauen und natürlich, wie die Kommentare, die ich gelesen habe, natürlich Sternbasenkapazität darauf achten, denn Unterhalt jetzt schon 50% plus. Klar, ich bin halt 50% drüber und da muss ich darauf achten. Königreich Yondarim, unfreundlich, danke. Ja, wir machen weiter. Wir haben einige Mineralien, aber wahnsinnig viele Credit-Verluste, aber ein Glück haben wir ein hohes Speichervolumen. So, und ich gucke mir jetzt mal unsere Sternbasen an. Das sind eigentlich alle, die ich jetzt an den Grenzen gebaut habe. Man sieht das hier, die hat jetzt hier geblinkt, die hier unten. Und die werde ich jetzt verbessern. Und wir können jetzt einerseits Module, aber andererseits auch Gebäude bauen. Und die Module definieren so, was diese Sternbasis dann später wird. Eine Schiffswerft oder eben eine Sternbasis. Und das muss hier eine Sternbasis werden, das heißt Verteidigung. Und das heißt, ich werde zum Anfang Geschütz und Raketenbatterie bauen und hier etwas an ja, negativen Buff für durchfliegende Schiffe bauen. Entweder das hier, Störsender oder Störfeldgenerator. Ich werde den Störfeldgenerator bauen. So, und das werde ich jetzt erstmal hier mit jeder Basis machen. Wo ist die? Hier oben. Ja, da muss ich das ähnlich machen. Da muss ich das ähnlich machen. Das ist hier unten. Alles natürlich wichtige Systeme. So, das wird ein bisschen teurer hier. Lass ich mal schneller laufen. Abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Tja, und das Geld brauche ich denn jetzt eben auch für den Ausbau dieser Sternbasen. Hypercoms Forum erhöht die Einigkeitsleistung pro Planet. Nicht schlecht. Ah, das können wir hier auch gebrauchen gleich. Stellare Ausbreitung, das können wir gleich gebrauchen, denn wir brauchen hier auch nur 37 Monate. Mit das Niedrigste, was wir hier auswählen können. Nehmen wir auch. So, und jetzt kann ich hier, denke ich mal... wo kann ich jetzt hier was erhöhen? Ach hier, genau. Kulturerbestätte wird dann zu diesem Hypercoms Forum. Hier brauche ich aber noch ein bisschen Mineralien. So, wenn ihr nur Stellaris guckt, dann möchte ich mich entschuldigen, weil ich bin noch ein bisschen kränklich und höre mich deswegen noch ein bisschen kurios an. Oh, Konstruktionsschiffe sind arbeitslos. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich muss jetzt erstmal darauf achten, dass ich nur Bergbaustationen hier baue. Huch. Nur Bergbaustation Bau für Energiecredits. Das kann ich hier sofort machen. Ah, was ist denn das Schönes? Ey. Hier fliegt doch mal sofort hin. Und da holen wir uns einen raus. Da kriegen wir direkt schon aus diesem Gasriesen hier 3 Energy Credits, aus der Sonne auch 2. Interessantes und wertvolles System. Sonnensystem vollständig erkundet. So, und das nächste werden wir dann auch hier gleich bauen. Ja, das ist gut so. Forschung abgeschlossen. Das ist gut so. Forschung schon wieder abgeschlossen. Ah, ja, das habe ich jetzt und ich hoffe, ich habe es auch drin. Ich habe es hier noch nicht gesehen. Vielleicht ist es noch nicht abgebaut oder doch eben nicht in meinem Imperium zu finden. Explosivwaffen 15% plus Schaden. Sehr wichtig. Oh. Trefferpunkte Hülle, auch interessant. Jetzt wird es hier ein bisschen witzig, was ich hier alles baue. Roboter möchte ich aber im Moment noch gar nicht angehen eigentlich. Habe ich immer ein bisschen Probleme mit gehabt. Es sind natürlich gut Roboter für nur Roboterplaneten zum Beispiel, die sich spezialisieren dann diese Planeten auf gewisse Dinge. Energy Credits oder sowas. Schwarmraketen, ja, aber ich will dann eher... Ionentriebwerk gehen, das ist schon gut. Hat sogar schon ein paar Punkte. Nehmen wir das und ich habe das hier noch nicht entdeckt.
noch nicht entdeckt irgendwo in der Nähe. Vielleicht ist es bei unseren lieben Nachbarn, bei denen ich schon plane, aber die haben alles überlegen. Also. Die sind mir überlegen und das wird schwierig. Da muss ich wirklich echt gucken, dass ich da hinterherkomme. Oder zumindest nicht den Anschluss verliere. Die Blork, ja. Ich habe zumindest Defensivabkommen, was nicht schlecht ist. Fusionsreaktor. Da werde ich sofort in den Schiffsdesigner gehen und umbauen. Und die sind echt nicht schlecht, aber brauche ich eben noch nicht, weil die nur groß sind. Horchposten ist auch nicht schlecht. Forschungsalternativen auch nicht schlecht. Ja, das könnte ich mal machen. Ich mache das einfach mal und gehe sofort in den Schiffsdesigner und gucke mir unsere Sachen an. Hier ist alles in Ordnung. Oh. Ja, hier baue ich... Ah, hier habe ich doch schon den dritten... Ja, da haben wir doch alles. Dann haben wir doch alles. Und können auch sofort... Vorposten brauche ich nicht. Hier brauche ich den Schwarm. Die gehen sofort ran. Das heißt, ich kann hier auch die Schilde wieder reinsetzen. Passt perfekt. Und hier... Den Nachbrenner, okay. Ja, das Ding ist in Ordnung. Kann ich verbessern und Zerstörer mittlerweile ja auch. Stufe 3. Und die werde ich jetzt aber bauen. Eigentlich auch noch small alles, ist ja Wahnsinn. Wieso ist das hier so wenig? Ah. Zerstörer. Hm. Die werde ich jetzt aber machen auf kurze Reichweite. Ja, das. Oh, hier ist schon alles verbessert eigentlich. Ja, die sind perfekt so. So, und die kann ich eben jetzt auch aufrüsten, die Flotte. Wo haben wir sie hier? Und dafür brauchten wir 423. Das machen wir gleich. Wenn dieser Monat vorbei ist, können wir das machen. Dann kommt das nächste Geld rein. System vollständig erkundet. Ja, und wir haben hier schon ein bisschen abgefedert, sage ich mal, diesen Verbrauch von 41 auf 34 minus, immer noch hoch. Konstruktion abgeschlossen. Das heißt, ich muss mir jetzt eben hier weitersuchen, wo wir noch mehr Energy Credits rausziehen können. Das heißt also hier. Und unsere Schiffe wurden dem Stand unserer Technik angepasst. Ja, 2,5k. Abgeschlossen. Ich weiß nicht, warum das hier immer rot erscheint. Ich habe das Gefühl, das erscheint immer rot, wenn ich irgendwie meinem Nachbarn oder dem Durchschnitt der Galaxis unterlegen bin. Wenn ich das jetzt auf 5000 aufrüsten würde, wird das wahrscheinlich normal gelb erscheinen, so wie hier. Das wäre dann wahrscheinlich so. Tradition wählen. Unterhalt, Gebäude und Sternbasen. Das ist auf jeden Fall schon wichtig. Denn Unterhalt... Unterhalt Gebäude hier und naja, Sternbasen ist der dritthöchste Punkt. Ne, der zweithöchste Punkt und Gebäude dann der letzthöchste, aber wäre schon wichtig. Unterhalt Schiffe. Ja gut, Schiffsunterhalt ist hier, aber dann muss ich auf jeden Fall das nehmen. Naja, 4 eingespart wieder, aber immerhin, wir müssen da alles unternehmen, damit wir da rauskommen. Und ich will das Ding hier jetzt bauen. Aber es ist teuer. Das ist teuer. Das ist teuer. Ich könnte hier ein bisschen Einfluss noch gebrauchen. Und wir können jetzt eins machen. Wir können jetzt hier trotzdem einen Erlass machen. Und zwar Netzüberlastung. Dann gehen wir von 32 auf 24. Das ist schon ein großer Sprung. Das ist schon ein großer Sprung und wir werden auch ein Kolonieschiff bauen. Konstruktion abgeschlossen. Wo bin ich hier? Aha. Hier unten gibt es nichts weiter zu bauen. Das ist alles okay. Alles okay. Ja, da muss ich jetzt hier hin. Und dann das bauen und das Ding und dann weiter eigentlich in dieses System rein. Ich lasse es jetzt mal hier einfach laufen. Ne, obwohl ich könnte einfach hier so rein und so. Neuer Kontakt.
Ah, Stadtmund der Menschen, die sind ja immer sehr crazy drauf eigentlich, also diese hegemonischen Imperialisten. Fremdartige Kreaturen, ich spreche für Großmarschall Sidney Beauclair, den unumstrittenen Herrscher von Staatenbund der Menschen. Respektiert unsere Grenzen. Ja, ist klar. Wo sind die eigentlich? Hier oben. Hier oben. Und die haben natürlich auch dann Kontakt mit den Eliminatoren hier. Gibt es hier eigentlich aktuellen Krieg am Laufen? Nee. Konstruktion abgeschlossen. Aber die sind schon ziemlich isoliert. Ziemlich isoliert. So, jetzt gucken wir einfach mal. Ja, wir können es jetzt hier schon erhöhen. Sehr cool. Nahrung passt, Energy Credits sind wir gut am runterdrücken wieder, unseren Verbrauch, das passt also auch. Und so muss es eben weitergehen und ich werde gucken schon mal, ich werde jetzt mir mal meinen Expansionsplaner aufrufen, hier. Und ich gucke erstmal nach Größe. Welche haben wir bei uns? Sind die denn auch bei uns? Wieso? Hä? Wird hier schon was gebaut? Ah ne, das sind erstmal die grundsätzlichen Sachen. Und ist es bei uns überhaupt drin? Ja, krass. Dann ist das auf jeden Fall mein erster Planet, den ich besiedeln werde. Ein unglaublich großes System, fast wie eine Gaia-Welt. Wahnsinn. Hier gibt es, ich sag mal, durchschnittliche, keine negativen oder positiven Eigenschaften, aber deswegen nehmen wir das. Und ich würde die Station hier auch, also Nahrung können wir hier bauen, bis zum Erbrechen. Das könnte unser Nahrungsplanet werden. Das heißt, ich werde hier die Kolonie starten. Ach, 300. Da muss ich ein bisschen weiterlaufen lassen, kann ich direkt hier rauswählen. Mein Kolonieschiff. Forschung abgeschlossen. Dem widmen wir uns sofort und dann setze ich das hier oben gleich rein. Sonnensystem vollständig erkundet. Jetzt nehme ich das Ding, setze das hier rein und nehme das Ionides 1. Nahrung 1 müsste ich das eigentlich nennen. So, das wird auch gebaut, sehr schön. Ja, jetzt haben wir unsere Sternbasenkapazität auf jeden Fall schon mal erhöht und siehe da. Wir haben gar nicht so lange gebraucht, um diesen großen Verbrauch hier runter zu regeln. Sehr gut. So, Bewohnbarkeit, Befehlslimit Flotte. Ja, wäre interessant, aber auch das wäre interessant. Wachstumsgeschwindigkeit bräuchte ich auch. Und produziert vor allen Dingen Einigkeit 2 und Sozialforschung. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, ziemlich cool eigentlich. Konstruktionsschiff, wo haben wir dich? Da. Das heißt, was für ein geniales System hier. Das heißt, ich werde erstmal hier aber weiterbauen und müsste hier einen Außenposten bauen. 38, ich fliege aber erstmal hier hin, weil ich diese Systeme für die Energiecredits brauche. Weil hier keine mehr sind. Jetzt können wir wirklich nur noch Forschungsposten und Mineralien bauen. Abbauen, die uns aber wieder Konstruktion abgeschlossen. Energy Credits kosten. Da müssen wir ein bisschen die Balance finden. Vor allem auch bei den wir neuen Planeten. Eine eingehende Übertragung. So, hier können wir das auf jeden Fall schon bauen. Sehr gut. Konstruktion abgeschlossen. Sehr gut. Dann würde ich auch sagen, gehen wir hier weiter. Forschung abgeschlossen. Bauen wir erstmal kurz das Ding und das Ding. Und was ist jetzt hier passiert? Moment. Was ist das denn? Hallo? Red Corsairs. Das ist eine Piratenstation. Dem werden wir natürlich hier gleich den Garaus machen. Die wollen sich hier niederlassen. Das ist das, was immer passiert, wenn man keinen Anspruch erhebt. Wenn man keinen Anspruch erhebt aus angrenzenden Systemen, dann lassen sich die Piraten eben gerne da nieder, bauen ihre Flotten und ja, Stationen auf. Das kann natürlich böse enden. Ionentriebwerk. Oh. Das wäre cool. Oder auch das. Yeah.
Jurant-Kristalle. Das werde ich machen. Auf jeden Fall. Das werde ich machen. So, und ich habe jetzt das Ionentriebwerk und werde dann in Schiffsdesigner gehen und danach die Flotte verbessern lassen. Was ich aber vergessen habe vorhin ist noch die Verteidigungsplattform. Die sieht ja auch ein bisschen abgewetzt schon aus. Werden wir aber sofort verbessern. Zack. Ja, hier fehlt noch einer. Das Ding, okay. Okay. Feuerrate. Ja, und hier müssen wir natürlich dann ein bisschen drauf achten. So. Was machen wir denn hier rein? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Nachbarn da sowieso nicht. Können eben nicht ausweichen. Finde ich ein bisschen komisch. Hätten sie hier rausnehmen müssen, dass man das eben gar nicht einbauen kann bei stationären Systemen. Verbesserte Reaktor brauche ich noch nicht. Ich könnte das sogar... Nee, ich brauche das Ding schon. Ja, so. Denn wir können nicht nur die Station selber bauen, die großen Schiffswerften, hier die Verteidigungsbasen, denn auch die können, nehmen wir mal die hier oben, die Yudra-Station, auch die können Verteidigungsplattformen bauen. Und das sind eben die, die wir gerade gesehen haben. Und die sind wichtig. Da kann man aufrüsten bis, ich glaube, das Maximum war mal, was ich hatte, 20, 15 oder 20 von diesen Dingern. Also das Ding hat irgendwann, ich denke mal, eine Maximum Stärke von, weiß ich nicht, 40.000 oder so. Also das ist schon übel. Aber was ist denn hier los? Wieso werden die denn jetzt hier angegriffen? Oder was? Ne, hier unten. Ah, okay. Sehr schön. Zack, sofort tot. Die erste Flotte hat im Evagimar-System eine Piratenstation vernichtet und ihre Sicherheitszelle geborgen. Danke. Ein paar Credits bekommen. Interessant. Jetzt werde ich die Flotte natürlich sofort verbessern lassen. Und kann das System hier einnehmen. Und das hier ebenso. Werde aber erstmal gucken, dass ich hier die Sachen aufbauen. Die Mineralien, die ich dringend brauche. Minus 20. Oh. Das kommt daher, weil die Flotte jetzt unterwegs ist und eben nicht angedockt ist. Und vor allen Dingen hier das Ding mit der Kolonie. Das dauert... Kolonisierung gestartet. Ja. Das frisst natürlich auch viel Energie während der Kolonisierung. Unser Kolonieschiff landete sanft auf der Mündung eines großen Flussdeltas auf einem von mehreren großen Kontinenten von Ionides I. Diese bewaldete Region mit gemäßigtem Klima stellt einen idealen Startort dar. Okay. Ja, das Schiff wurde zum permanenten Verwaltungshauptquartier der neuen Siedlung umgebaut. Wir sind gerade dabei, seinen Reaktorkern zu entfernen, der die Kolonie vorübergehend mit Energie versorgen soll. Cool. Forschung erlangt, aber das frisst natürlich jetzt auch. Hier ist die Kolonie, das frisst auf diesem, bis es fertig ist, eben auch Energie. Neues Herrschaftsmandat. Oh. Das war nicht beabsichtigt, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich wollte da meine Stimme auch abgeben. Das ist der vorige Gouverneur von Coffeefee, der unseren gesamten Planeten verwaltet hat, der jetzt unser Herrscher ist. Ja. Das ist natürlich ein bisschen doof. Weil, okay, Bergbaustation natürlich, Baukosten ist klar, ist ein Riesending. Aber jetzt habe ich, wenn ich meine Planeten angucke. Hä? Doch, ich habe hier einen Gouverneur drinne. Kurios. Okay. Lassen wir das mal. Ah, ich kann hier noch mehr abbauen. Das ist wichtig. Konstruktion abgeschlossen. Das ist wichtig. Und das werde ich auch sofort machen. Ja. Forschungsstation und baue damit auch gleichzeitig das Ding hier ab. Und ich muss jetzt hier wirklich darauf achten, wo ich was baue, weil ich immer noch Energie-Credits-Mangel habe. Das baue ich da. Und dann das Ding. Sehr schön. Tja, und ich müsste auch ein paar, meine Rheinland-Station mal gucken. Sonnensystem vollständig erkundet. Dass ich eben auch hier später so einen Handelsposten baue, der mir eben auch Energie-Credits beschert.
Das brauchen wir dringend. Das ist jetzt schon ein bisschen problematisch. Konstruktion abgeschlossen. Ja gut, wenn ihr eure Grenzen geschlossen habt, wo sind hier die Piraten? Was ist das denn? Bergbaudrohnen sind das? Achso, okay, gut, die haben mit uns jetzt nichts zu tun. Das ist erstmal okay. Ich möchte aber auch gerne, der hat schon Stufe 5 hier erreicht. Fähigkeitsstufe 5 von 5. Warum steht da 5 von 5? Der muss doch höher gehen, doch? Den würde ich gerne erforschen lassen, aber ich denke, ich habe auch das erste schon zu Hause. Ja, genau. So, das Forschungsabkommen ist abgelaufen. Das werde ich aber hier auch gleich erneuern, hoffentlich. 100%, ja. Die sind dazu bereit. Aber wollen natürlich auch ein bisschen was von mir. Ja, komm, Energy Credits. Genau so. Ja, strategische Ressourcen könnte ich natürlich. Ob die das haben wollen. Tatsächlich. Tatsächlich. Und es gibt uns einen guten Bonus bei denen. Über 30 Jahre ist das natürlich auch krass. Die Blork. Da bräuchte ich jetzt Mineralien, ja. Wie viel können die uns denn hier geben? 800, immerhin. 891, das ist schon mal nicht schlecht. Nahrung brauchen wir nicht. Die Kommunikation auf jeden Fall, das wäre vielleicht schon interessant. So würde ich das machen, ja. Bei Kommunikation alles, obwohl die auch nicht viel mehr haben als wir, ja. Alle Informationen über bekannte Spezies. Gefallenes Reich. Ach, die sind hier, krass. Warnung, die Superintelligenz von Janus Contunity hat vorgeschlagen, euch unsere Grenzen zu öffnen. Schnecke. Krass, die sind natürlich ein bisschen brutal hier. Wenn ich hier mal reingehe. Die voll ausgebauten Stationen und eine Ringwelt. Aber wo haben die denn die Station? Das ist zerstört. Ach, hier drinnen mit auch. Krass, ey. Also das ist wirklich übel. Und hier oben haben wir noch eine wahrscheinlich. Ja. Gefallenes Reich. Zwei Stück hier nebeneinander. Das wird interessant. Also für die Xanit auf jeden Fall ist das ein Riesending. Riesenproblem. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir können... Huch. Kingdom of Kolkex Zaikax. What? Ich spreche für das... Oh Gott. Und bringe euch Grüße. Unser großartiger Anführer. Hochkönigin Lob um Latika. Ehrenvolle Krieger. Militaristisch, aber fanatisch xenophil. Die lieben uns ja. Cool. Ich kann hier noch was bauen. Wo war das jetzt? Hier unten an der Grenze im Niamba-System. Da brauche ich auch einen Schild, einen Stellfeldgenerator hin. Und das Ding dürfte hier unten sein. Ja. Hier machen wir das gleiche erstmal und zack. So, und dann werden wir die später durch Forschung aufrüsten. Disruptor ist interessant, auf jeden Fall. Der haut richtig rein, den können wir gebrauchen. Den können wir gebrauchen für unsere Zerstörerflotte. Schilde cool, hat aber schon mehr Forschungskosten. Das ist auch nicht schlecht, ja. Punktverteidigung ist auf jeden Fall wichtig. Das werde ich irgendwo mal mit reinnehmen und zwar jetzt. Machen wir das mal. Machen wir das mal und was macht unsere... Ah, das dauert noch eine Weile hier. Ionides. Ja, das dauert noch ein bisschen. Konstruktion abgeschlossen. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, Forschung können wir Physik und Ingenieur gebrauchen. Aber haben wir hier auch schon. Machen wir hier einfach mal Forschungs- und Bergbaustation. Und ich würde gerne die Flotte ja auch weiter aufrüsten.
Machen wir einfach. Soweit es eben geht. Und es wäre natürlich auch taktisch ratsam, wenn ich hier eine Schiffswerft aufbaue, oder zumindest hier in Coffeefee. Konstruktion abgeschlossen. Eine Schiffswerft, ja, das werde ich auch machen. Mero, unser Entführungsteams des Beobachtungspostens über Natka haben mit den Triebwerken ihrer Shuttles anscheinend große Kreise und komplexe Muster in die Äcker der primitiven Rihinar gebrannt. Der Einheimischen des Planeten. Der Einheimischen, achso. Die Shuttle-Besatzungen wurden für diese Streiche schwer getadelt. Die Ackerkreise scheinen für die Einheimischen aber eine Art religiöser Bedeutung zu bekommen zu haben. Basierend auf diesen Mustern hat sich eine neue Religion gebildet, die sich unter den Rihinar mit alarmierender Geschwindigkeit verbreitet. Okay, dann gehen wir mal kurz hin. Hier sind die, da sind die. Oberfläche, das sind die Typen. Die Orks. Cool. Tja, die sind doch in der Steinzeit, das ist ja krass. Die sind doch in der Steinzeit und wo ist denn unser zweiter Posten? Da will ich mal hingehen. Konstruktion abgeschlossen. Wo sind die denn? Hier. Ah, Industriezeitalter sind die schon. Krass. Kann man hier schon was erkennen drauf? Auf dem Planeten? Nee. Huch. Nee, darauf kann man noch nichts erkennen. Oh Gott, also dieses immer rausspringen. Industriezeitalter, das sind die hier. Wahnsinn, die haben hier sogar schon primitive Farmen, eine Fabrik. Was haben die noch? Hier, das können sie noch nicht entfernen, glaube ich, weiß ich nicht. Industrielles Ödland, das ist ja sehr interessant. Fabriken und Farmen haben die schon. Und das sind einer mit die ersten, die auch ins Raumfahrtzeitalter kommen, wenn sie dann ins Atomzeitalter kommen, denke ich. Und sind die schon irgendwo zu finden? Bei Spezies? Mache ich hier mal alle Spezies, die ich schon kenne. Reichspezies. Gott, wie heißen die denn? Natka? Ah, Hydari. Oh Gott. So. Die Hydari. Da sind die. Kann ich mit dir schon irgendwie was machen? Nee, noch nicht. Voller Staatsbürger. Tja, cool. Die Erkundung eines Sonnensystems ist abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Einer feindlichen Flotte wird ausgewichen. Oh. Ich hoffe, das klappt auch. So, Konstruktionsschiff, was habt ihr hier? Okay, die sind erstmal fertig, die kann ich sonst so lassen. Nicht weiter dramatisch, aber hier muss ich sofort die Station bauen. Minus 14, oh, das ist natürlich doll. Ich muss echt... Forschung abgeschlossen. Echt daran arbeiten. Ja, das ist nicht schlecht. Und auch das wäre wichtig eigentlich. Mal gucken, ob wir das bei uns brauchen. Alien Zoo wäre auch interessant. Aber ich muss echt an mein Dings denken. Energy Credits. Gebirgszug. Dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwas habe. Denke ich aber nicht. Hier nicht. Hier eigentlich auch. Na, hier ein. Immerhin. Und es wird noch öfter vorkommen. Machen wir einfach mal. So, und hier können wir das noch verbessern. Sehr schön. So, Freunde, wir machen hier eine kurze Pause. Die Energy Credits haben wir einigermaßen runtergefahren. Ich werde gucken, wie hier Ionides sich entwickelt. Und ob wir da ein bisschen Energy Credits rausbekommen. Das ist etwas, was wir weiter beobachten müssen. Ansonsten sind wir hier am Limit, ist in Ordnung. Hier auch am Limit, ja. Und müssen auf die Flottenstärke achten müssen. Das machen wir aber auch dann in den nächsten Folgen. Kommentare wie immer gern unter dieses Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Stellaris Apokalypse.
Bis dahin, mach's gut. Ciao.